Hier kommt ein Samsung und Huawei Hack, den du unbedingt kennen solltest. Hey, ich bin Kathi und wenn du mehr hiervon sehen willst, dann folg mir gerne. Geht in die Einstellungen und hier auf Verbindungen. Geht hier auf weitere Verbindungseinstellungen und privates DNS. Gebt dann bei dem untersten dns.edgard.com ein, speichert das Ganze und schon ploppen keine nervigen Werbeanzeigen mehr auf. Die werden dann nämlich geblockt. Probiert's gerne aus und teilt den Hack.